So, nachdem uns der Tod auf so theatralisch spektakuläre Weise umgebracht hat, sind wir jetzt tatsächlich als Geist wieder auferstanden und können dann hinter diesem Spiegel dann wahrscheinlich dieses Artefakt an uns nehmen. Was etwas seltsam ist, der Hut ist auf einmal verschwunden, also dieser Zylinder, der hier hing. Ja, keine Ahnung, vielleicht erscheint der wieder, wenn wir die Geisterwelt verlassen. Wie auch immer, betrachte den kürzlich verstorbenen Gnomen. Ich sehe als Leiche nicht sehr glücklich aus. Mein Ableben war ja auch nicht gerade das, was man einen natürlichen Tod nennen würde. Ich wurde ermordet. Von mir selbst. Ja, stimmt. Eigentlich hat das Selbstmord begangen. Lieber nicht. Er könnte mir etwas antun, wenn er herausfindet, dass ich ihn reingelegt habe. Ich sollte erst einmal das Amulett holen. Genau. Ja. Bestellt und geliefert. Der Plan läuft wie geschmiert. Hauptsache, ich wache auch wieder auf. Ich hoffe, ich erschrecke die Leute als Geist nicht zu sehr. Am besten, ich gehe direkt zur Magierschule. Erinnert mich fast ein wenig an den Herrn der Ringe, wenn Frodo da den Ring anzieht. Das sieht ja auch so ähnlich aus. Kann ich Guck da mal, den Meister Markus. Ich bin tot. Meister Markus? Hallo? Er scheint mich nicht wahrnehmen zu können. Da reagieren die gar nicht auf einen. Jo, dann gehen wir mal durch den Spiegel. Also gut, es muss wohl sein. Ich hab's. Ich hab das Amulett. Ach, das war's, oder wie? Eine fantastische Welt. Mit unglaublichen Wesen da drüben. Und kaum zu fassen, wie ich das Amulett bekommen habe. Eine Schande, dass nur Geister durch den Spiegel gehen können. Und nicht wir. Sehr schön ausgedacht. Jetzt muss ich nur noch wiederbelebt werden. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Ja, vielleicht ist das ein Wiederbelebungsamulett. Das ist das Amulett aus dem Geisterspiegel. Ich hoffe, ich habe es immer noch, wenn ich wieder aus Fleisch und Blut bestehe. Ach so, ja. Huhu, Herr Tod. Schauen Sie mal, wer zurückgekehrt ist. Was zum... Och nö, du bist ein Geist? So ist es. Das kommt auch immer mehr in Mode. Die Leute können heutzutage einfach nicht mehr loslassen. Was willst du? Ich bin gar nicht richtig tot. Das ist Schlamperei. Hole mich zurück. Leben. Ich will doch einfach nur leben. Ich habe das Buch der Toten ein wenig bearbeitet. Ja, seien wir mal ehrlich. Es könnte sein, dass hier ein schrecklicher Irrtum vorliegt. Ein Irrtum? Du bist doch tot, oder? Nicht untot oder sowas. Alles bestens. Aber vielleicht sollte ich noch gar nicht sterben. Doch, natürlich. Das steht doch im Buch der Toten. Aber ich habe meinen Namen in das Buch der Toten geschrieben. Oh oh. Oh oh? Das gibt Ärger mit dem Vorgesetzten. Verdammt. Es war zu schön, um wahr zu sein. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Eine Erschütterung der Macht? Kommt es zu einer Erschütterung der Macht? Nein, es bedeutet, dass ich den Lauf der Dinge verändert habe, dass ich meine Kompetenzen weit überschritten habe. Bei der nächsten Buchprüfung wird man mir die Haut abziehen. Der internen Revision wird nicht entgehen, dass hier ein nicht registrierter Geist durch die Gegend spukt.
Du glaubst nicht, was sie mit den Nornen gemacht haben, als die mal mit ihren Fäden ins Tüdeln gekommen sind. Und wenn sie mich zurück ins Leben holen, dann reißen wir die Seite aus dem Buch der Toten und erzählen niemandem von dieser kleinen Episode? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und dir macht es nichts aus, weiterleben zu müssen? Da muss ich durch. In Ordnung. Komm schon, leg dich in deinen Körper. Tut mir leid, dass ich deine Todessehnsucht nicht erfüllen konnte. Nicht so schlimm. Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe das Amulett noch. Meister Markus wird Augen machen. Super. Gut, dass er uns auch einfach liegen hat lassen. Also unseren Körper. So, schauen wir uns das magische Amulett nochmal an. Das ist das magische Amulett aus dem Geisterspiegel. Es sieht so gewöhnlich aus. Ich hoffe, es hat wirklich mächtige magische Fähigkeiten. Ich sollte es dem Zaubererlehrer zeigen. Ja, und an den Zylinder kommen wir immer noch nicht dran. Ein Zylinder? Naja, dann mal ab zum Meister Markus halt. Ja, und diesen Schneckenschleim haben wir ja immer noch nicht, oder was war's? Schimmelschleimextrakt, genau. Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Ich habe das Amulett des Balthasar. Sehen Sie, hier. Oh, mein, ist das? Ja. Yep. Das Amulett von Balthasar dem Brüchigen. Wie bist du da rangekommen? Ich bin durch den Spiegel gegangen. Und in einer wahnsinnig spannenden und abwechslungsreichen Questreihe habe ich mir in der Geisterwelt das Amulett erkämpft. Ich glaube es einfach nicht. Ein kleiner Gnom. Wie ist das? Alles ist möglich, wissen Sie noch? Das glaube ich auch fast. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Wenn du meinst. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Das hat ja jetzt wohl auch nicht so viel gebracht. Wie komme ich jetzt an dieses Schimmelschleimextrakt? Fragen über Fragen. Vielleicht doch nochmal mit dem Tod sprechen. Halt, wofür haben wir den Hasen? Genau. Hasen haben wir gebraucht für den Zaubertrick. Hat sich das ergeben? Auch nicht. Jetzt ist sogar die Lampe weg. Tag, Tod. Hallo. Es tut mir leid, wenn Sie wegen meines Ablebens Ärger bekommen sollten. Ich dachte nicht, dass mein Tod ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen würde. Tut mir leid. Ach, ich hätte dich nicht umbringen dürfen. Es ist nur, ich habe so lange darauf gewartet und es macht mir einfach Spaß. Vielleicht sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ja, das Geschäft mit dem Tod ist nicht so sicher, wie man glaubt. Aber was soll ich denn tun? Sie könnten sich ein Hobby suchen.
oder einen anderen Beruf oder sich sportlich betätigen. Ja, ich glaube, Sport würde ihm sicherlich nicht schaden. Sie könnten trainieren, die alten Knochen auf Vordermann bringen. Genau. Ich bin nicht so der dynamisch-sportliche Typ. Vielleicht könnten Sie eine Jugendmannschaft trainieren. Sie könnten ein knochenharter Schleifer sein. Man würde Sie Trainer Tod nennen. Klingt das nicht gut? Nicht für mich. Ja, dann einen anderen Beruf? Wie wäre es mit einem anderen Beruf? Vielleicht machen Sie sich selbstständig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Mein eigener Chef werden. Eigene Entscheidungen treffen. Genau. Es gibt bestimmt vieles, was Sie tun könnten. Was schlägst du vor? Sie haben eine Modelfigur, ja genau. Vielleicht gehen Sie ins Modebusiness. Vielleicht könnten Sie Auftragskiller werden. Oder für Gold im Biologieunterricht in die Ecke stellen. Auftragskiller. Niemand versteht mehr vom Töten als Sie. Vielleicht werden Sie Auftragskiller. Manchmal habe ich das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Hier kann man nicht sterben. Soll ich denn die Leute bei lebendigem Leib in der Wüste verscharren? Moment mal. Das ist es. Was? Lebendbestattungen. Hä? Ich werde Totengräber. Wie mein Vater. Ich biete den Leuten an, sie für ein geringes Entgelt lebend zu verscharren. Aber wer will schon lebendig begraben werden? Da gibt es eine Menge Leute. Sicher. Junge Leute, die von ihren Freunden blamiert wurden. Alte Stars, die sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Reiche Ehemänner. Was für ein Interesse hätten reiche Ehemänner, sich begraben zu lassen? Gar keins. Die zukünftigen Witwen aber schon. Wer die Rechnung zahlt, ist schließlich Nebensache. Ich komme aus einer Gnomenfamilie. Wir Gnome sind dafür bekannt, gern mal seltsame Ideen zu haben. Aber noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so... Sag kein Wort. Du kannst mein Partner werden. Es gibt viel zu tun. Wir müssen Särge bestellen und wir müssen Werbung machen. Ich soll Ihr Geschäftspartner werden? Na klar, es gibt viel zu tun. Und immerhin war es deine Idee, dass ich mir eine neue Beschäftigung suchen soll. Ich fühle mich geschmeichelt, aber... Als erstes musst du Risikokapital auftreiben. Du musst irgendjemanden mit viel Gold überzeugen, dass unsere Geschäftsidee Zukunft hat. Hat sie das? Ich werde in der Zwischenzeit mit den Tests beginnen. Tests? Man kann so eine Dienstleistung doch nicht verkaufen, ohne es selbst einmal ausprobiert zu haben. Die Tod- und Gnom-Lebendbestattung GmbH bietet nur höchste Qualität und ist von ihren Produkten überzeugt. Merkt ihr das? Ja, ich komme immer noch nicht an den Zylinder ran, oder? Ein Zylinder? Kann ich da was kombinieren? Nein. Wellvergrößerungstrank. Zauberstab ging ja nicht, das habe ich schon probiert. Gut, Pfefferminze brauchen wir für den Trank. Auch die Kristallfiole, das für den Zaubertrick. Genau. Vielleicht das... Ich habe die Seite mit meinem Namen aus dem Buch herausgerissen. Ich hoffe, der Tod bekommt keinen Ärger. Hi! Hallo, Partner. Ich denke gerade über Särge mit unserem Logo nach. Was gibt es zu bereden? Dürfte ich mir den Zylinder jetzt vielleicht einmal ausleihen? Würden Sie mir den Zylinder vielleicht kurz leihen? Sie bekommen ihn heil zurück. Du willst ihn reparieren? Nein. Papas Zylinder bleibt, wie er ist. Würden Sie ihn mir dann einfach so ausleihen? Auf gar keinen Fall. Wegen Ihrer Idee mit den Lebendbestattungen. Nicht so bescheiden. Es ist unsere Idee. Wolltest du nicht Startkapital für uns auftreiben? Naja... Beeil dich, ich will mit den Tests loslegen. Ich gehe dann mal weiterarbeiten.
Ja, Zeit ist Geld. Muss ich jetzt wirklich Gold auftreiben? Für seine Idee mit den Lebendbestattungen. Ja. So, haben wir auch nichts mehr. Will vielleicht, ja, recht viele Möglichkeiten gibt es ja hier nicht mehr. Vielleicht will der Meister Markus mit dem Geld, das wir ihm bezahlt haben, da einsteigen, aber... Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Ah, da gibt's gar keine... Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen. Da gibt's gar keine entsprechende Gesprächsoption. Belästigen wir nochmal den Rattenkönig. Kann nicht schaden. Ich habe die Hirschkäfergeweihe gefunden. Danke dafür. Kein Problem. Onkel Alfredo hat die Geweihe gern abgegeben, nachdem er erfahren hat, dass sie für deine Ausbildung sind. Ach so, das war's schon. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Jetzt schimmlige Schleimdinger und eine Röhre haben wir da auch noch. Das ist ekliger Kanalschleim und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. Doch, wirst du. War ja klar. Mhm. Stell dich nicht so an. Gut, damit haben wir alles beieinander. Gut, ich muss halt noch einen Extrakt draus machen. Das sind eklige Dinger. Die man nicht nehmen kann. Okay. Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. So. Dann machen wir uns mal ans Trankbrauen. Erstmal hier das Schimmelschleimextrakt auspressen. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Ja. Ich habe alle Zutaten. Ach so, genau. Braue einen Zaubertrank. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Also los. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Was? Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Aha. Da. Und nun? Umrühren. Muss ich da noch irgendwas... Ach! Mh. So rühre ich anscheinend um. Ja, aber generell... richtig nette Ideen. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Also allein hier dieses Kochrezept und dann die Idee da auch mit der Geisterwelt und so. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Hm.
Lecker Süppchen. Rote Schweißabsahne dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Rote Bläschen, okay. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Zum dritten Mal blau. Genau, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Knochenwürmer waren die da oben. Okay, zum dritten Mal blau. Einmal. Zweimal. Dreimal. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum, ach, dreimal haut rechts doch herum ab. Rühren. Viermal rechts, vier rechts, zwei links, drei rechts. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal, einmal, zweimal, einmal, zweimal, dreimal. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Gut, dass ich das nicht trinken muss. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Ja, wirklich nette Idee. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich habe das Stärkungselixier gebraucht. Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Hätte mir jemand gesagt, dass ein Gnom ohne Magier in der Familie innerhalb so kurzer Zeit zwei Diplom-Magierprüfungen besteht, ich hätte es nicht geglaubt. In dir steckt mehr drin, als man erwartet, Wilbur. Danke. Und die letzte Prüfung werde ich nun auch noch bestehen. Ich glaube es nach wie vor nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Ja, Magier haben wir nicht in der Familie, aber zumindest einen verrückten Raketentechniker als Großvater. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, und unser Inventar ist jetzt auch schon wieder bedeutend kleiner geworden. Und der Einzige, der eigentlich noch übrig bleibt, ist hier der Wuppermann, der sich da vielleicht noch für die Idee des Herrn Tod begeistern könnte. Verrückt genug, glaube ich, wäre er, ja. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich hätte einen geschäftlichen Vorschlag zu machen. Ich soll Sie fragen, ob Sie sich vielleicht an einem Geschäft beteiligen wollen. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr. Worum geht's? Der Tod will Lebendbestattungen anbieten. Was sind Lebendbestattungen? Man begräbt Leute, die noch nicht tot sind. Das ist völliger Blödsinn. Ich weiß. Ach komm. Wie viel Kapital braucht er? Aber ich dachte, Sie halten die Geschäftsidee für Blödsinn. Das heißt ja nicht, dass da kein Geld drinsteckt. Überleg mal, der Tod wirft sein bisheriges Geschäftsmodell über Bord und greift aggressiv nach neuen Märkten. Und ich als allgemein anerkannter Experte für die Zukunft sehe da hervorragende Erfolgsaussichten. Aber wer sollte sich denn lebendig begraben lassen wollen?
Niemand, das interessiert aber auch nicht. Wir holen uns das Geld von den Kapitalmärkten. Die Anleger werden Schlange stehen. Okay, also kann ich dem Tod sagen, dass sie ihm Gold geben? Aber sicher, ich komme heute Nachmittag rüber und bespreche alles mit ihm. Bis dahin werde ich schon mal die Gerüchteküche anfüttern. Na gut. Ja, warum investieren Sie in diese alberne Idee? Ich verstehe das nicht. Warum geben Sie dem Tod Geld, obwohl er nicht ein Goldstück mit den Lebendbestattungen verdienen wird? Darum geht es nicht. Wir verkaufen die Story, die Vision. Aber irgendwann merken die Leute doch, was das für eine blödsinnige Idee ist. Sicher, aber das dauert. Erstmal gibt es Hochglanzprospekte mit hübschen Särgen. Und wir schließen medienwirksame Kooperationen, heuern Celebrities und Testimonials an. Dann stört auch der operative Verlust nicht so. Wir geben massig Gold aus. Und immer mehr Wahrsager werden unsere Firma eine gute Zukunft bescheinigen. Warum sollten sie? Weil dann ihre Aktien steigen werden, die sie an unserem Unternehmen halten. Und dann haben sie nicht nur Gewinne gemacht, sondern auch noch bewiesen, dass sie recht hatten. Ich kapiere das alles nicht. Zum Glück, wenn das alle kapieren würden, wem sollte ich dann meine Prophezeiungen verkaufen? Ja gut, das ist doch geil. Ich gehe dann mal. Lauter Verrückte. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Gut, dann berichten wir doch gleich dem Herrn Trupp davon. Ah, da wartet er schon auf uns, oder wie? Hat er da schon was verscharrt? Was genau machst du da? Wonach sieht es denn aus? Ich habe ein Grab geschaufelt. Mit Opas alter Schaufel in der Hand und Papas Zylinder auf dem Kopf. Ach, jetzt sehe ich's. Großartig. Ich habe den reichen Schausteller nach Risikokapital gefragt. Er will vielleicht bei uns einsteigen. Ausgezeichnet. Es wird ein Hit, da bin ich mir sicher. Eine echte Marktlücke. Man fragt sich, warum da vorher noch nie jemand drauf gekommen ist. Mir fallen da auf Anhieb 1000 gute Gründe ein. Und? Wie laufen die Tests? Bisher alles wunderbar. Das Grab war schnell ausgehoben. Den Sarg hatte ich noch herumliegen. Der entspricht natürlich nicht unserem angestrebten Standard. Aber für die Tests jetzt wird es reichen. Jetzt erzähl mir aber nicht, dass wir da rein müssen. Gut, dann steig mal ein. Gott. Dir gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Denn wir wollen deinen Zylinder. Es war Ihre Idee. Ihnen gebührt die Ehre, als Erster eingebuddelt zu werden. Oh, das ist so zuvorkommend. Ehre, wem Ehre gebührt. Also gut. Mit dem Zylinder bin ich zu groß. Kannst du ihn so lange halten? Aber gerne. Sehr angenehm bisher. Jetzt die Erde drauf. Sicher? Natürlich, nun mach schon. Großartig. Diese Dunkelheit, diese Stille, das musst du ausprobieren. Wir sollten später Trauermusik spielen. Und die Kunden könnten sich vorher mit mir fotografieren lassen. Schreib das mal mit, Wilbur. Und für die Hinterbliebenen reichen wir Schnittchen. Hast du das, Wilbur? Schnittchen! Und Salutschüsse. Kanonen, Wilbur. Wir brauchen Kanonen. Ich hoffe, nun ist er glücklich. Ich lasse ihn da drin, bis ich beim Erzmagier war. Sonst versucht er wirklich noch, mich als Nächsten zu begraben. Ja, also in Sachen verrückte Ideen ist das wirklich eins der Spitzenreiter, sage ich jetzt mal, dieses Spiel. Denn den Tod einscharren habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Hier habe ich ein Kaninchen. Schauen Sie! Hier ist das Kaninchen für den Zauber. Und auch noch ein weißes. Das ist perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Zylinder. Hab ich. Bin schon unterwegs. Ich habe den Zylinder für den Zauber. Ich musste ihn den kalten Fingern des Todes entreißen. Sozusagen. Naja,
Hauptsache, wir haben alles. Komm hier rüber, stell den Zylinder auf den Tisch. Leg das Kaninchen rein. Jetzt lege ich ein schwarzes Tuch in den Zylinder. Das Loch hier rüber und fertig. Wie du siehst, ein leerer Zylinder. Aber... Du musst viel mit den Armen herumfuchteln und so weiter. Die Zuschauer dürfen sich den Zylinder nicht zu genau ansehen. Dann sprichst du einige Beschwörungsformeln und machst viel Brimborium. Eine hübsche Assistentin hast du wohl nicht, oder? Noch nicht. Ist das nicht... Wenn die Spannung am Siedepunkt angelangt ist, dann... Tata! Ziehst du das Kaninchen aus dem Zylinder, aber achte darauf, dass das Tuch im Hut bleibt. Sonst fliegt der ganze Trick auf. Ziemlich clever, oder? Das ist Betrug und überhaupt keine Zauberei. Natürlich nicht. Es sieht aber so aus. Aber ich wollte doch einen echten Spruch lernen. Bist du verrückt? Das dauert Monate. Ich kann mir mein Diplom doch nicht mit so einem Trick ergaunern. Ach was, du hast gesagt, du willst Diplom-Magier werden. Und du hast gesagt, es muss schnell gehen. Das ist deine einzige Chance. Was bleibt mir anderes übrig? Viel Erfolg bei deiner Vorstellung. Also wenn der Meister Markus auf das reinfällt, dann fress ich einen Besen. Aber gut, probieren wir es. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich würde Ihnen gern den Trick, den Zauber, vorführen. Ich bin gespannt. Wie Sie sehen, ist der Zylinder völlig leer. Hex, Hex. Häschen? Fantastisch. Geht es dir gut? Du hast das Kaninchen im Zylinder fast in ein Schaf verwandelt. Das ist außergewöhnlich, fast unmöglich. In dir muss erheblich mehr Magie stecken, als ich jemals gedacht habe, Wilbur Wetterquarz. Danke, aber ich hatte auch einen tollen Assistenten. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Was ist dein Geheimnis? Jemand Kluges sagt mir, was ich zu tun habe. Wenn man an sich glaubt, dann kann man alles erreichen. Es gibt kein Geheimnis. Es war verdammt harte Arbeit. Glauben Sie es mir? Das hat weder mit Glück noch mit Vorsehung zu tun. Ich musste verdammt hart dafür schuften. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Na, endlich. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Achtung, Plot-Twist. Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Ja, dann hat er jetzt doch sein Teilmann-Mützchen abgesetzt und mit einem Magierhut getauscht. Das sollte den Torwächter jetzt überzeugen, denke ich mal. Psst, hallo, Herr König, was? Guck mal, ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan, wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Hm,
Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Jo, dann mach's mal gut. Meister der Ratten. So, und jetzt zu dir. Da hast du das Diplom. Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquarz? Wieso Wetterquarz? Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquarz. Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Na, endlich. Hat ja auch lang genug gedauert jetzt. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnom Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnom! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister Pirska, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand.
Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten! Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das ist doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Ah. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Mit wem redet ihr da eigentlich? Mit dem Schluckspech, oder? Gut, das war jetzt eine unerwartete Gestern Wende. Gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Tilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten. Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Ja, mit dieser unerwarteten Wendung möchte ich diese Folge auch abschließen. Dann hoffe ich, dass sie euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Also, bis dann!